Hey Leute, willkommen zurück zu WJ, die Welt im Laufe der Jahrhunderte hier mit den Skythen. So, letztes Mal haben wir hier oben eine Armee von den Boyai besiegt, mit relativ wenig Verlusten, eigentlich so unsere standardmäßigen 500 Mann, durch irgendwelche dummen Reiter, die nicht weggeritten sind frühzeitig. Und ansonsten haben die Aridiai hier drüben ja die komplette Provinz Pannonia erobert und stehen hier an unserer Grenze und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Die sind dann auch noch verbündet mit den Odrysen hier unten. Ja, und das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier oben mit unserer Armee jetzt vielleicht so in der nächsten oder in ein, zwei Runden hier oben mal Gallic wieder erobern können und dann mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja hier mal einen Frieden mit den Boyai hinzubekommen und dann erstmal die Provinz hier einfach oder die Stadt einfach mal zu halten und irgendwann später dann noch die restliche Provinz hier oben zu erobern. Da müssen wir mal noch schauen, wie wir das dann machen. Ich meine, leider, wie es aussieht, ist es so. Belz gehört zu Schlesien, genau. Und Sarmatia hat hier oben noch eine andere Fraktion, jetzt noch eine Region. Also ist das ein bisschen eklig. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht gehen wir auch einfach mal hin. Istros, vielleicht sollten wir noch richtig draufklicken hier. Ist hier und da ist Kasurgis hier drüben, ist die Provinz Hyrkinia. Das ist halt ein bisschen doof, dass wir hier nicht einfach mal die angreifen können und mal eine komplette Region erobern. Da wäre eigentlich Aridia schon fast besser, gell, mit der Provinz Pannonien hier. Was mich hier natürlich wieder ein bisschen stört, ist, wenn man mal ganz kurz guckt, Tegestica, das ist dann halt dieses Gebiet. Dann sind wir wieder weiter lang gezogen. Dann gibt es hier wieder eine Provinz, die uns angreifen könnte, hier. Haben wir schon eine lange Front nach hier oben und so weiter und so fort. Da müssen wir mal schauen, wie wir das angehen wollen. Aber jetzt beenden wir schon die Runde. Ich bin gerade auch am Überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da in Gallic auch so eine Dings-Fraktion entlassen könnten. Einfach eine Fraktion entlassen. Und dann hätten wir hier oben nämlich erstmal so ein bisschen Ruhe vielleicht. Und könnten dann nach uns erstmal den Aridia zuwenden mit allen unseren Truppen. Das wäre vielleicht auch möglich. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Da müssen wir gleich mal schauen, wie wir das angehen. Aber natürlich erst muss die Stadt erobert werden, auch klar. 10 Gravitas haben wir erlangt. Gut. Ich möchte jetzt gar nicht mich in die Stadt reinstellen, sondern lieber hier draußen so ein bisschen. Das wisst ihr ja noch aus der Erfahrung von dem letzten Mal, als wir eine Stadt verteidigt haben. Das war nicht so ganz klasse. Wo steht denn eigentlich momentan mein Spion rum? Oben. Würde mich eigentlich mal interessieren, was hier hinten so kommt, wenn man hier mal. Ups. Ach, da unten muss der lang. Ups. Naja, egal. Wie viele heroische Schlachten hier schon geschlagen wurden, ist ja echt krass. So, jetzt replenischen wir mal hier so ein bisschen besser. Dann geht es jetzt in eine Runde an den zwei Runden. Okay. Naja, egal, passt schon. So. Ja, immerhin, wir machen ein bisschen mehr Geld. Wir bauen ja hier auch gerade fleißig eigentlich aus. Da können wir mal schauen. Oh, hier haben wir jetzt auch wieder ein Gebiet, das wir hier ausbauen können, unsere Stadt erweitern können. Müssen wir uns mal anschauen, was wir da vielleicht bald bauen. Das beenden wir aber auf jeden Fall mal nochmal eine weitere Runde. So. Was machen die jetzt da oben? Nix. Außer aus der Stadt raus. So. Gut.
Ganz ehrlich, eigentlich könnten wir jetzt hier wirklich ganz kurz da hoch. Ich mache jetzt trotzdem mal ganz kurz einen Zwischenspeicher, einfach aus dieser Position hier raus. Ready for order. Jetzt schauen wir uns das mal an, wenn wir hier angreifen, ob wir trotzdem kommen. Das können wir wahrscheinlich auch auswürfen, das passt dann. Ja, ich krieg mal ein bisschen mehr Punkte, aber ich jetzt nicht so wild, hoffentlich. Solange keine Einheiten komplett vernichtet werden, ist eigentlich nicht so wild. Nein, 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 ja, ist geworden. So, jetzt können wir hier Liberate machen. Das wäre eigentlich ganz okay, glaube ich. Ich probiere das jetzt hier einfach mal, dann müssen wir vielleicht erstmal hier durch. Und wir können es ja irgendwann immer noch erobern, so ist es nicht. Ja, probieren wir unser Glück mal. Ui, fuck, da kommt schon wieder eine riesige Armee. Oder zwei Stück sogar. Zwei riesige Armeen. Uiuiui. Die habe ich gar nicht gesehen, so schnell gerade eben. Ich würde sagen, wir bauen dann nochmal so eine Step-Typen da. Greetings, friend. I've called for good aid. Wie sie einfach schon wieder hier niemand mit uns Handelsabkommen haben möchte, gell? Ich check das nicht, ich versteh's nicht. You speak well, but I fear the spirits do not approve. I cannot go against such portents. Ja, dann halt erstmal nicht von mir aus. Sit, friend, and let us talk. Ich versteh nicht so ganz, warum eigentlich niemand mit uns hier Abkommen haben möchte. Das verstehe ich wirklich nicht. Das sind halt jetzt relativ viele Truppen hier oben, wie es aussieht. Und die kommen auf jeden Fall nicht zu unserer Armee. Vielleicht erobern sie die Stadt auch gleich wieder zurück. Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir jetzt das doch so gemacht haben, dass wir die jetzt hier in die Unabhängigkeit entlassen haben. Jetzt schauen wir einfach mal, wie es nächste Runde aussieht. So, jetzt schauen wir auch mal hier nochmal rein. Was möchte ich denn hier jetzt bauen? Gute Frage. Religionsgebäude. Wäre vorteilhaft eigentlich. Schauen wir erstmal rein, was wir denn machen können. Entweder ein Religionsgebäude oder dieses Ding hier. Ich glaube, wir bauen mal ein bisschen was Religiöses hier aus. Und hier können wir dieses Fisherman's Huts mal lieber bauen. Oder wollen wir ein bisschen mehr auf Geld hier gehen? Das ist ja die andere Frage. Auf jeden Fall, das bauen wir mal ganz kurz aus. Und das bin ich nochmal am überlegen. Wollen wir jetzt hier... Wollen wir jetzt hier ein bisschen was Religiöses machen, einfach um unseren Dingswert hier zu erhöhen. Aber eigentlich brauchen wir das nicht wirklich. Um unsere Religion hier zu erhöhen, das brauchen wir momentan nicht. Bauen wir lieber das hier und bauen noch ein bisschen, schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Genau. Das passt dann auch, das ist ganz ordentlich, glaube ich. Schauen, ob die hier direkt angreifen oder ob sie die erstmal in Frieden lassen. Kann ich mir schon vorstellen, dass die direkt angegriffen werden. Hier unten ist halt auch die Sache, was bringt es uns, diese Provinz hier zu erobern? Wie gesagt, es lohnt sich halt einfach nicht so wirklich für uns. Solange wir da noch mit den Aridia im Frieden sind. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Und die hassen uns natürlich. Ready for orders. Naja, beenden wir einfach mal eine Runde und schauen dann in der nächsten nochmal rein. So. Wie sieht's aus? Oh ja, was macht ihr? Ups, jetzt habe ich gerade eben gegen mein Mikrofon geschlagen. Das war auch schlau. Okay, die ziehen sich zurück. Also wir haben sie auf jeden Fall, haben wir eine Stadt den Bojai jetzt mal abgezogen. Jetzt hoffen wir mal, dass das hier so eine Weile reicht und dass vielleicht uns auch die befreite Fraktion hier irgendwann hilft. Das wäre natürlich echt klasse. Was macht er mit seiner Armee in meinem Gebiet? Das soll abhauen da.
Okay. Wunderbar, das Viehstier, das ist auch gut. Nochmal mehr Geld durch Landwirtschaft. Weiß jetzt zwar nicht, warum es das Fest jetzt im Winter gibt, aber okay. Wenn ihr meint. Ist ja noch der Staatsmann. Okay. Machen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn wir jetzt hier. Haben wir jetzt ja den da reingeschickt. Ob das jetzt überhaupt was bringt, solange der hier drin steht. Wo ist denn der denn? Steht er überhaupt in der Provinz oder macht es hier gerade gar nichts aus, so wirklich? Wir können hier eigentlich mal eine Beförderung raushauen. Das ist cool. Kostet alles jetzt ein bisschen weniger Unterhalt für den. Hier können wir ja keine Beförderung durchdrücken gerade. Das geht ja nicht hier. Okay. Für die anderen von anderen Häusern. Jetzt bin ich gerade am überlegen, wir könnten auch mal hingehen. Jetzt haben wir hier ja die Armee. 464. 333. Der Prata irgendwas ist der hier. Nehmen wir den mal raus. Der ist, glaube ich, nicht ganz so wahnsinnig gut hier. Nehmen wir den mal raus und ersetzen den mal durch unseren. Oh, irgendwas ist doch der hier, gell? Ja, genau. Durch den Oho irgendwie. Der ist da, glaube ich, schon ein bisschen vorteilhafter gerade. Und was nehmen wir hier rein mit ihm? Nehmen wir Royal Horse Archers. 42. Nehmen wir die hier. So, jetzt haben wir hier wieder einen General von unserer Seite dabei. Das ist auch cool. Da können wir nämlich mal überlegen. Moment, jetzt haben wir da ja dem gerade schon das neue Ding da rein. Ja. Gucken wir hier mal ganz kurz durch. Minus 5 Moral. So, was haben wir denn hier? Das ist auch in Ordnung. Lassen wir das erstmal so. Hier müssen wir vielleicht wieder gleich was anderes reinpacken bei dem. Ansonsten, genau, wollte ich noch das hier machen. Wir haben ja gerade eigentlich nicht so wirklich was zu bauen. Dann können wir auch noch das hier reinhauen. Dann kostet die Armee noch weniger Unterhalt. Wir machen gleich nochmal ein bisschen mehr Geld. Hier geht es gerade nicht, weil er 25 sein muss. Okay. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier auch noch reinhauen möchte nochmal. Gerade vielleicht nicht unbedingt. Das muss erstmal. Aber immerhin, die Städte wachsen jetzt auch noch ein bisschen. Außer Petrodava. Aber ist klar, hier haben wir ja auch nicht so wirklich was drin, was Geld gibt. Bis auf das hier. Und das gibt ja auch nochmal plus 5% from Agriculture. Das ist cool. Mit Schreiben müssen wir uns auch unbedingt merken. Ja, wir werden wahrscheinlich sehr viel auf Landwirtschaft gehen. Das lohnt sich hier bei dieser Fraktion, glaube ich, halt einfach am meisten. Macht ja auch Sinn. So wirklich viel Industrie oder Handel haben wir jetzt hier auch nicht. Ja. So. Dann würde ich sagen, beenden wir einfach hier gerade nochmal eine Runde. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich würde gerne mal ein bisschen an manchen Stellen so ein bisschen vorankommen, aber irgendwie. Das ist momentan halt schwierig, weil überall um uns herum Gegner sind. Wir können in der nächsten Runde auch mal probieren, ob wir jetzt hier so ein Handelsabkommen mit den Entlassenen praktisch durchdrücken können irgendwie. Gerade leicht Angst, okay, wir wurden nicht angegriffen, gut. Auch die Aridia ist nicht mit uns im Krieg. Noch nicht. Was die da machen, verstehe ich auch nicht, warum die hier durchlaufen. Mein Land. Okay. Den mal da rein.
Uiuiui, da kommen jetzt aber viele Feinde. Was er da wohl jetzt macht? Auf jeden Fall probieren wir jetzt hier nochmal unser Glück. Come speak, so that the spirits can hear your words. Wisst ihr, ich verstehe das einfach nicht. Eigentlich müsste der doch uns, der liebt uns doch eigentlich, oder? Weil wir ihn entlassen haben. Aber es kann doch nicht sein, dass der hier 2800 immer noch nicht mit uns ein verschissenes Handelsabkommen, sorry, ein Handelsabkommen mit uns möchte. Das kann doch nicht sein. Ich meine, der liebt uns eigentlich. Normalerweise sollte das doch irgendwann auch mal funktionieren. And then we will feast until our guts rumble and our backsides ache from overuse. 1400, 2100, probieren wir es mal nochmal. Nein. You speak from deep wisdom, although the offer is but shallow. Mögen uns wenigstens hier. Kämpfen wir eigentlich mit allen hier, wie es aussieht, gell? Ja. You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Ich will einfach niemand mit uns Verträge eingehen. Das nervt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wenn wir hier die Truppen rausziehen. Wie sieht es dann aus? 15 weniger. Dann haben wir noch mehr als 15, 19 übrig. Okay. Ach, und Charaktere sind doch auch irgendwo drin, gell? 19, 12. Also können wir so ein bisschen was vielleicht hier sogar noch ausbauen. Vielleicht bauen wir erstmal das hier aus, dann können wir uns da noch ein bisschen mehr leisten, was das Ausbauen von hier irgendwelchen Sachen angeht. Ja, die Unzufriedenheit. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade ein bisschen die Sorge, dass wenn ich... Ah, okay. Scheint, die würden gar nicht bis hier runterkommen. Das heißt, wir... Wir könnten hier oben noch mal eine Armee hinstellen. Vielleicht probieren wir auch bald mal unser Glück und sobald die Armee hier auch mal ready ist, greifen hier einfach an. Ich meine, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wenn man hier angreift, könnten wir vielleicht schon die Provinz hier erobern. Ich meine, wie stark sind die Aridia? Die sind schon mächtig, aber... Sicherlich nicht unbesiegbar unbedingt für uns. Vor allem, wenn man mal überlegt, ja, wie es eigentlich mit unserer, wie wir gegen nur Dingsarmeen kämpfen, so im Großen und Ganzen, gell? Gegen nur Infanteriearmeen, da kämpfen wir eigentlich echt gut und so schwer bewaffnet und gerüstet sehen die jetzt hier auch nicht aus. Armor 63 ist jetzt, glaube ich, nicht so Hammer. Ja, wenn selbst unsere Bogenschützenreiter hier 57 haben und die nur 6 Punkte damit mehr haben, sind die, glaube ich, echt nicht so wahnsinnig gut. Wenn man dann hier natürlich angreifen könnte, wäre das cool. Könnte man da mal einen Angriff schlagen, wenn man dann hier die Region erobert? Starten meine ich natürlich. Wenn man hier die Region erobert, wäre das eine komplette Region mehr. Dann müsste man halt nur ein bisschen Glück haben, dass wir nicht sofort wieder angegriffen werden, beziehungsweise einfach mal in der Region oder einfach mal nur Gegner um uns hätten, die relativ klein sind, heißt eine Provinz oder so. Dann könnten wir da auch mal was machen. Das wäre cool. Das wäre ja wirklich cool. Er zieht sich, glaube ich, einfach nur zurück. Ein bisschen umständlich, aber vielleicht will er einfach nicht den anderen hier verärgern. Keine Ahnung. Bin ich halt echt am Überlegen, ob sich das mal lohnen würde. Ich meine, Moment mal, wenn wir jetzt mal hier den Spion noch weiter runterschickt, dann können wir mal gucken. Okay, da hinten hat er noch mal eine Armee. Das ist natürlich heftig. Wobei, wir können sicherlich mal so 3 Armeen mit den 2 hier besiegen. Beziehungsweise, wenn man für kurze Zeit auch noch die hier auch noch mitnimmt. Schicken wir die auch schon mal hier rüber. Kriegen wir das mit Sicherheit hin. Bin noch am Überlegen, ob man gerade vielleicht nochmal irgendwo eine Hearthstack dazu rekrutieren soll. Hier unten. Also mit 3 Reiterarmeen kriegt man auf jeden Fall 3 von diesen Armeen da auch platt.
klappt schon. Jetzt auf jeden Fall mal hin und überleg mal. Ich glaube, der Dings, der war doch schon mal General. Das ist der. Nehmen wir den hier einfach mal. So. Können wir eigentlich mal so ein bisschen was an Reitern und so rekrutieren. Das ist wirklich keine riesige Armee, möchte ich hier jetzt eigentlich nicht haben. Aber so ein bisschen was an Soldaten würde hier eigentlich schon für mich reichen, für das, was ich hier machen möchte, allerhöchstens mit. So, vielleicht nochmal 5, 6 Einheiten mehr. Wäre dann schon mal ordentlich. Dann haben wir 11 Einheiten, das ist so ein bisschen mehr als eine Hardstack, meine ich. Das wäre eigentlich schon für die Sachen, die ich hier vorhätte, mit völlig ausreichend. Jetzt beenden wir nochmal eine Runde. Weil auch mit einer Halfstack könnte man zur Not auch mal eine Fullstack besiegen, glaube ich. Kann ich mir schon vorstellen. Muss man dann halt ein bisschen mehr aufpassen, ist klar. Aber vor allem, wenn wir hier in einem Dorf dann auch noch sind, dann würde das gehen. Stehen hier schon zwei Fullstacks. Da steht eine. Das wird, glaube ich, demnächst auf ein ziemliches Showdown rauslaufen hier. Okay, hier unten stehen die Daossi. Sind die Daossi mit den Verbündeten? Nein, sind sie nicht. Die Daossi haben hier ein Gebiet. Die mögen die Aridiae aber, gell? Ja, das sieht man, die mögen die. Schlecht für uns. Echt schlecht. You honor us. There is food enough for two awaiting us. Ich meine, ich verstehe es nicht. So ein bisschen Handel, es wird auch möglich sein. Warum wollen die das eigentlich? Ich meine, so ein Handel will nur 77 machen für uns jetzt. Ich weiß nicht, wie viel für die da rausspringen würde, aber ich meine, wenigstens so ein bisschen Geld könnten sie ja damit machen. Aber ich will halt eigentlich nicht hier 5000 ausgeben, um 77 Dioden zu bekommen. Das kriege ich niemals rein. Davor werden die vernichtet. Ja. Das ist richtig bescheuert eigentlich. So, nehmen wir mal hier noch 3 Einheiten rein. Dann passt es eigentlich. Könnte man mal noch gucken. Ich denke, viel mehr als 3 Armeen werden die jetzt nicht unbedingt erstmal haben. Ist ja auch schon ein ganz schöner Haufen eigentlich. Wir können es echt riskieren, wenn wir hier angreifen, die 3 Armeen ausschalten. Wir haben halt hier auch noch Level 2 Armor, aber das ist halt auch nicht so gut. 63 trotzdem, trotz Level 2 Rüstung. Und dann könnte man hier Singiduin erobern, eine Armee drin lassen, falls von hier unten was kommt. Aber wenn, dann kann eh nur von hier was kommen, weil, ach, das gehört auch den Aridiae, okay. Dann könnten wir eine Provinz so angreifen. Erstmal die 2 Fullstacks wegmachen, mit einer Fullstack hier angreifen. Von mir aus auch noch eine Runde oder so abwarten, bis wir da auch noch was haben. Dann können wir hier nochmal eine Einheit rekrutieren. Dann könnten wir mit 1,5 Armeen ungefähr hier angreifen, die Armee ausschalten, mit den 2 Armeen hier angreifen, die 2 Armeen ausschalten, könnte dann Aking erobern, könnte die Provinz und die Provinz erobern, könnte dann gucken, was wir dann machen. Dann könnten wir hier oben Istros und Kasurgis entweder angreifen oder hier unten weiter attackieren. Müsste man mal schauen. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen wieder einmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!